Hi Leute und herzlich willkommen zum ersten Mystery Unboxing auf meinem Kanal. Ich habe mich mit Stone Cold 79 ausgetauscht und wir haben halt so ein Mystery Unboxing gemacht. Ich hoffe, ich mache das hier richtig. Ich habe das natürlich noch nicht ausgepackt, ich weiß also nicht, was da drin ist. Von mir hat er auch ein Paket natürlich bekommen, wo er auch nicht weiß, was da drin ist. Ich hoffe, ihm gefallen die Sachen. Und ich hoffe, mir gefallen die Sachen. Aber mein Filmgeschmack ist ja eigentlich recht breit gefächert. Nicht mein Sammlungsgeschmack, aber mein Filmgeschmack. Also ich sammle nicht alles, aber ich gucke mir gern vieles an. So, jetzt hau ich mal das Paket hier zur Seite. Und dann ziehe ich so nach und nach mal die Filme raus. So, und da haben wir einmal Silent Madness. Ja, der ist mir bekannt. Vor kurzem ist der im Mediabook erschienen. Vorher kannte ich den gar nicht. Ich habe den aber auch noch nie gesehen. Bin da also auch... Oh, sogar mit Wendecover. Oh, ist auch ein cooles Cover. Ja, ich kenne den aber nicht. Bin gespannt darauf. Scheint ein Slasher-Film zu sein. Silent Madness, ja. Doch, also interessant fand ich das auf jeden Fall, als ich das gesehen habe, dass das ein Mediabook kommt. Und dementsprechend vielen Dank für Silent Madness. Den werde ich mir sehr gerne reinziehen. Dann habe ich hier Jackie Chan Super Fighter. Okay. Also mit Jackie Chan Film kann ich, glaube ich, nicht allzu viel anfangen. Aber ich kenne da jemanden, der da sehr viel mit anfangen kann. Und ja, muss ich mich mal informieren drüber. Vielleicht ist das ja auch eine ganz coole Story, aber an sich suche ich nicht nach diesem Film. Aber ist mir durchaus ein Begriff, Jackie Chan. Schauen wir mal. Dann habe ich hier Driftwood. Ein Film von Tim Sullivan. Tim Sullivan sagt mir auch irgendwie was. Ah ja, hier, genau, von den Machern von 2001 Maniacs und Hellboy. Genau, von 2001 Maniacs her ist der mir ein Begriff. Diamond Dallas Page, der Wrestler, spielt hier mit. Okay. Bin ja mal gespannt. Ah, was ist das für ein Genre? Sieht jetzt so aus, so ein bisschen wie Horror. Driftwood hat alles von einem Stephen King-Film. Oha. Naja, gut. 86 Minuten. Könnte ganz cool sein. Weiß nicht, ich musste die Story dann nochmal durchlesen, hier hinten so ein bisschen. Aber okay, ich bin ja auch so ein bisschen Wrestling-Fan und Diamond Dallas Page habe ich so, glaube ich, noch nie in einem Film gesehen. Von, nee, mit George Clooney, Michael Clayton. Oscar 2008, hat Tilda Swinton hier den Oscar gewonnen für die beste Nebendarstellerin. George Clooney, ja, wer mag nicht George Clooney, also dem finde ich ganz cool. Justizduell, also eher ein Film auf Spannung. Michael Clayton. Sagt mir so jetzt nichts. Ah, auch hier mit Booklet, das finde ich immer ganz toll. Ja, das sieht doch so aus, als wenn ich den auch mit meiner Freundin zusammen gucken kann. 2 Stunden knapp. Tja, hoffen wir mal, dass der was ist. George Clooney ist ja schon so ein Garant eigentlich für auf jeden Fall keine komplett beschissenen Filme. Was ist das denn? Ach, Ahn, der Kreuzritter. Sagt mir gar nichts. Basiert auf dem Buch anscheinend, auf dem Roman hier. Wer Königreich der Himmel und Braveheart mochte, wird von Ahn begeistert sein. Ja, das sind so diese Standardsätze. Ja, kann cool sein, kann auch nicht cool sein, ist nicht unbedingt das, was mein Geschmack entspricht, aber ich lasse mich da gerne überraschen. Das kann natürlich trotzdem ein cooler Film sein. Film Noir, den hatte ich, glaube ich, sogar schon mal. Aber ja, den hatte ich schon mal, aber allerdings nicht in dieser Special Edition, sondern in dem normalen MRA. Der war eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ganz cool. Den würde ich mir gerne nochmal angucken. Den habe ich mir verkauft. Und ja, jetzt, wo ich den so wiedersehe, habe ich doch direkt wieder Interesse, den nochmal reinzuschmeißen. Ich meine nämlich, dass der gar nicht so schlecht war.
Cool. Und dann in der Special Edition auch noch ein schöneres Cover als meine, die ich hatte. Sehr schön. Dankeschön. Oha, hier. A Beautiful Mind. Das ist cool. Der steht auf meiner Liste. Habe ich so noch nie gesehen. Also ich kenne den Film nicht. Noch nie gesehen. Allerdings habe ich schon viel darüber gelesen. Er hat ja auch 4 Oscars gewonnen oder nominiert. So wie es aussieht, gewonnen. Ja, Russell Crowe, natürlich toller Schauspieler. Dass der Oscars gewonnen hat, ist natürlich auch nur ein Grund, den Film auf jeden Fall ernst zu nehmen und doch noch auf jeden Fall dich mal genau anzugucken. Ja, wie gesagt, bei mir stand er auf der Liste, Beautiful Mind. Ich habe den auch schon ein paar Mal im Warenkorb gehabt, aber das war immer einer, der rausgeschmissen wurde, weil mir das irgendwie zu teuer dann doch im Allgemeinen wurde. Das ist ja so, man kennt das ja, man kauft ein und dann muss man wieder ein paar rausnehmen, weil es aber viel zu krass teuer geworden ist dann. Nee, sehr, sehr geil. Beautiful Mind, das könnte ein Film sein, den ich mir sogar richtig in die Sammlung stellen werde dann. Oha! Malastrana. Den habe ich auch schon häufig gesehen und das Cover, der interessiert mich sehr. Von Camera Obscura hier. Da habe ich auch schon einen Film von. Ich weiß gar nicht mehr. Wie heißt er denn? Mondo Candido war das, glaube ich. Das könnte richtig cool sein. Das könnte richtig mein Geschichte. Ich meine, ich habe mich jetzt noch nicht informiert über den Film und auch gleich so eine tolle Edition hier. Ja, das sind ja diese Standard-Edition von Camera Obscura. Geil, dankeschön. Die findet man auch nicht überall. Das ist ja wohl der erste Sand, den ich mir angucke. Ich meine, erstmal gucken, was da noch kommt, ne? Dann haben wir, Freeze Frame, den habe ich auch. Der ist aber cool, der Film auf jeden Fall. Der gefällt mir, der gefällt meiner Freundin sehr gut. Das ist ja auch ein Film, den man damals ziemlich häufig auf dem Grabbeltisch gesehen hat, auch hier als Steelbook, was ich absolut nicht verstehen kann, weil der Film ist eigentlich richtig genial. Der hat eine richtig coole Story. Ja, gut. Habe ich den jetzt doppelt erstmal, aber irgendjemand wird da bestimmt auch glücklich mit. Wer weiß, vielleicht mache ich ja nochmal ein weiteres Mystery Unboxing. Dann dürft ihr das jetzt allerdings nicht gucken, sonst wisst ihr ja schon, was kommt. Jetzt kommen hier raus. Ja, haben wir als nächstes hier The Art of War 2. Ich habe das Cover vom ersten Teil mal gesehen. Das ist Wesley Snipes sogar. Okay. Ja, da müsste ich mir auch erstmal den ersten Teil zu angucken. Das sagt mir so gar nichts. Also gar nicht, in welche Richtung das geht. Oh, dann haben wir hier ein bisschen Dose drin, die DVD. Ironheart. Den Typen kenne ich. Der ist doch von Bloodsport. Ja, der ist von Bloodsport, genau. Also auch ein Kampffilm aus der Classic Cult Collection. Okay. Die Classic Cult Collection ist ja auch gar nicht so schlecht. FSK 18, Uncut, ja. Doch. Also ich mag Kampffilme an sich schon, aber halt so diese Jackie Chan Sachen nicht unbedingt. Aber hier Ironheart gefällt mir. Also ist auf jeden Fall schon eher ein Ding, was ich mir dann gerne angucken werde. Oh, Wes Craven's Mind Ripper. Den Film finde ich ziemlich gut, auch aus der Classic Cult Collection. Ich wusste gar nicht, dass der da auch drin erschienen ist. Den habe ich allerdings auch schon, allerdings in einer Veröffentlichung von Laser Paradise. Die finde ich nicht so pralle. Von wem ist das hier? Digital Dream Studios. Aber der Film ist geil, den muss ich sagen. Der gefällt mir gut. Das ist ja so das inoffizielle, der inoffizielle dritte Teil von The Hills Have Eyes. Dem Originalfilm jetzt allerdings. Hat da aber, finde ich, nicht wirklich was mit zu tun. Ich weiß gar nicht warum, und das hat man wahrscheinlich nur aus Verkaufsgründen gemacht. Aber Mind Ripper als eigener Film kommt nicht so gut an bei den meisten. Ich fand ihn aber ziemlich toll. White House Down. Das sagt mir auch was. Er ist auch noch gar nicht so alt, glaube ich. Da haben sie auf der Arbeit alle von gesprochen. Ist, glaube ich, auch so ein Katastrophenfilm. Katastrophenthriller. Ja, wenn die gut gemacht sind und spannend sind, dann geht sowas immer gut, ne? Ja, halt eher so Fernsehfilme. Aber, doch, White House Down. Könnte sein. The Bone Snatcher. Das sagt mir jetzt gar nichts. Sieht aber soweit ganz interessant aus. Von Kinowelt.
86 Minuten. Regisseur sagt mir gar nichts, Schauspieler kenne ich auch nicht. Na gut, soll aber keine Vorurteile haben, ne? Sieht auch eher aus wie so ein Horrorfilm. Bone Snatcher. Bin mal gespannt. Oh, Clive Barker's Dread, den hatte ich auch schon mal. Den habe ich wieder verkauft, der gefiel mir nicht gut. Den werde ich mir auch, glaube ich, nicht nochmal angucken, weil ich weiß auf jeden Fall, dass der mir wirklich gar nicht gefallen hat. Aber okay. Ich werde den dann mal irgendwie weitergeben. Oh, okay. The Interview mit James Franco und Seth Rogen. Den habe ich schon öfters gesehen. Ich finde das Cover auch ziemlich interessant, muss ich sagen. Oh, scheint eine Komödie zu sein. Von den Kapitalistenschweinen, die auch Bad Neighbors und Das ist das Ende gemacht haben. Ja, Das ist das Ende und Bad Neighbors kenne ich jetzt nicht. Das ist das Ende, habe ich meinen Trailer von gesehen. Könnte sein, dass das sogar auf der Humorebene so ein bisschen meinen trifft. Bin ich mal gespannt. Also den ist schon ziemlich interessant. From Paris with Love, Ding, ja, mit John Travolta, den habe ich noch nicht gesehen, aber den Film halt kenne ich. Ich weiß, dass es den gibt. Da habe ich schon öfters mal das Cover natürlich gesehen und so. Bin ich mal gespannt. Der soll ja ziemlich gut sein auch, ne? 88 Minuten, recht kurzweilig. John Travolta mit Glatze hier. John Travolta an sich mag ich den sogar ganz gern. Von den Produzenten von Transporter. Transporter fand ich auch gut. Luc Besson präsentiert. Oh, okay. Da bin ich gespannt. So, weiter geht's. Ich hier nochmal einen rausziehen. Da haben wir Universal Soldier Regeneration. Oh, von Universal Soldier kenne ich gar keinen Film. Ich weiß auch nicht, also scheint nicht der erste hier zu sein. Da ist er zu alt für hier, der Jean-Claude Van Damme. Aber okay. Bin ich mal gespannt. Universal Soldier, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendein Actionfilm. Kann ich mir jetzt auch nicht so richtig was darunter vorstellen. Die Bestimmung. Okay. Das sagt mir gar nichts, habe ich noch nie gesehen. Oh. Das ist so ein richtiger Knoppers-Face hier. Hoffentlich ist das nicht zu sehr auf Teenie getrimmt. Aber ansonsten sieht das ziemlich so aus, als wenn meine Freundin damit Spaß haben könnte. Ich muss Science-Fiction-Kracher, okay? Mit spektakulären Stunts, beängstigend und faszinierend zugleich. Naja, muss ich mal ein bisschen informieren. Vielleicht sogar ein ganz cooler Film. Wer weiß. Eine Blu-ray? Auch nicht schlecht. Ach, guck mal. Nochmal die Bestimmung. Wahrscheinlich ein zweiter Teil oder der Vorgänger. Ich weiß es nicht. Da muss ich mich halt informieren. Das ist ja dann schon wieder interessant, wenn es sogar mehrteilig ist. Cool. So, und ich glaube, jetzt habe ich hier die letzte. Nochmal die Bestimmung. Also ein Dreiteiler. Okay, aber noch nie von gehört. Da bin ich ja mal gespannt. So, jetzt mal reingucken. Ja, das war's wirklich. Ja. Vielen Dank, Stone Cold. Sind auf jeden Fall einige Filme bei, die mir gut gefallen. Und einige Überraschungen auch. Wie hier, kann ich ja mal eben rausziehen, Filme, die, mit denen du mich wirklich glücklich machst. Das ist hier auf jeden Fall ein Interview. Ja, White House Down an sich auch, weil ich weiß, dass das bestimmt ein guter Film sein wird. Auch wenn es nicht unbedingt das ist, was ich suche, aber man will ja auch größtenteils erstmal unterhalten werden. Hier Malastrana finde ich sehr geil, dass der dabei ist. Beautiful Mind, habe ich ja schon erzählt, ist sowieso auf meiner Liste. Film Noir würde ich mir gerne auch mal angucken. Ja. Und was mich auch noch sehr interessiert, ist hier Silent Madness. Damit habe ich auf jeden Fall die nächste Zeit erstmal was zu tun. Mal sehen, ob ich da dann auch Kurzkritiken zu mache oder nicht. Ja, und dann bin ich mal sehr gespannt, was du von meinem Paket hältst, weil ich glaube, deins kam eher an. Das war ja mega fix.
Deins müsste dann ja auch ankommen. Das wird ankommen. Ja, und dann bin ich mal gespannt auf dein Video, ob da was für dich bei ist. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und ich werde mir jetzt erstmal Filme reinziehen. Bis denn, haut rein.